Ein ganz herzliches Willkommen bei Blackberry Gaming LS25. Wieder am Start vom Loner zum Owner. Heute Holzschubs Spezial. Wir sind hier am Totholzauftrag, den wir quasi schon abgeschlossen haben. Aber wir nehmen das Holz natürlich mit, weil wir gute Arbeitnehmer sind. Räumen wir natürlich auf und befreien den armen Kunden von seinem Holz. Ganz selbstlos. Absolut selbstlos. Ich habe jetzt dann hier den Haufen aufgeladen, Phil, übrigens. Und ja, genau. Ihr habt Phil schon gehört. Ich habe ihn ja schon angesprochen. Er zieht gerade mit dem Deutzi die Sachen aus dem Wald, während ich jetzt hier das Holz aufgeladen habe. Jo. Upa. Nein. Loslassen. Danke. Und es klappt mit dem Maschinchen hier sehr gut. Maschinchen. Naja, da ist schon der nächste Haufe. Da kommt der Phil wieder angedüst. So, also ich fahr mal los. Jo, alles klar. War jetzt am blödsten. Jetzt wieder die Fähre, aber dann muss ich durch das enge Ding. Oder ich fahr unten ja, links. Aber du fahrst ja runter. Ja, aber gerade das habe ich ein bisschen Schiss davor, dass mich das irgendwo da rausdrückt. Achso. Ich fahre die Hauptstraße, da ist gleich ein bisschen länger, aber ich glaube, ich bin schneller im Endeffekt. Ja, ja, macht ja nichts, alles gut. Mit einem alten Johnny auf der Straße. Ja, gefühlt sieht der jetzt aber schon besser als der Challenger vorher mit dem leeren Hänger. Was? Na gut, ja. Du fahrst jetzt aber nur bergab. Das stimmt auch wieder. Oder beim Challenger ist halt tatsächlich die Wartung. Da war auf 50% unten, ne? Ist das. Ja, aber das so extrem gleich merkst, glaube ich jetzt nicht. Scheiße. Ich hab Mikado gemacht. Mikado? Oh, ich seh's. Oh, jetzt stehe ich da wieder hin. Mal wieder sägen. Und tu mal da noch sägen. Daigi Daigi. Das ist krass, wenn man sägt, löst sich automatisch die Kette. Durch Vibration. Mit dem vollen Holzhänger mit Höchstgeschwindigkeit und er fährt einfach direkt vor mir auf Strauß. Ist doch denen egal. Ja. Du musst Platz machen. Final Destination mäßig auf die draufklöpfel, aber nicht. Alter. Hat der gerade einen LKW versucht zu überholen, während Gegenverkehr kommt? Das fand ich jetzt interessant. Und das hätte fast gerappelt. Risiko. Voll, er hat nicht geschafft. Er hat angehalten auf der Gegenfahrbahn. Der Gegenfahrbahnfahrer genauso. Und der LKW ist weitergefahren. Sehr gut, sehr gut. Oh, scheiße, Ausfall verpasst. Weiß ich gar nicht, ob noch ein Baum drin ist. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Gehen wir mal gucken. Zu Fuß gehen wir mal erkunden.
Was waren es? 9 Bäume, gell? Also das Stück da, das lassen wir mal noch drin liegen. Wenn ich das Holz jetzt abladen will, ich fahre auf die Anlieferfläche damit. Ja, hinten, also hinten dran. Ja, und dann Holz verkaufen? Nee. Ja, doch, da müsst, was steht dann da? Holz abgeben oder was? Oder was ja, steht? Holz verkaufen steht da. Echt? Ja, mach mal. Also jetzt gibt's einen Haufen Kohle. Da hinten sind noch 2 Bäume. Ich habe es leider nicht geschaut, wie viel es waren, aber ging auf jeden Fall in unser Ding rein. Ja, gut. Ja. Jetzt schon wieder eine Palette Hackschnitzels da. Super. Den entaschen wir jetzt noch kurz hier. Da drüben haben wir auch gleich. Fähre kann nicht abfahren. Zug, Schiff kommt. Ah, aber jetzt. Schiff ist gerade frei. Ah, okay. Ja. Ah. Bin ins Wasser gefallen. Jetzt? Nee. So. Ah doch, jetzt. Hallo? Ja. Ich hab grad kein... Hä? Ich mein LS abgeschmiert. Was? Wie geht das? Weiß nicht. Der aufklingt. Ja, Sess, ich hab 2 Riesenstämme dran. Bin mal gespannt. Wo ist denn die Straße? Da vorne. Er zieht die gerade raus, als ob es nichts wäre. Ja, geil. So macht das natürlich nochmal richtig Sinn. Den 2 Riesenklöppels hier komme ich raus. Klöppels, ach voll, komplette Länge, krass. Ja, eben. Und keine Probleme mit dem Rausziehen, also die Kraft reicht völlig aus. Du hast ja 230.000 PS. Millionen. 5, nicht vergessen. Testen wir mal was. Gucke, was passiert. Jawohl. Oh, scheiße.
Jetzt haben wir dann 9. Wie hängt der jetzt da bitte? Ey, du hast gerade 2 fette Bäume rausgezogen und jetzt bleibst du an einem Arsch hängen. Halt, über Hell it loose, pervers starker Arsch. Das ist wahnsinnig. Ach, mach was halt. Ich würde sagen, das reicht erstmal an Holz. Will ich da Wald noch aufladen? Ja, das gibt, glaube ich, nochmal einen Hänger voll. Wenn du dann überlegst, eben, du holst, keine Ahnung, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ca. 15 bis 20.000 Liter Holz, Kubik nochmal raus. Also nicht 20.000 Liter Kubik. 20.000 Kubikliter. Das wäre wegen arg viel. Aber also so 20.000 Liter. Gut, was ist ein Liter Holz, weißt du? Ja, nix. Aber wenn man das dann wieder rechnet in der Produktion schon, ist halt bombastisch. Also es lohnt sich eigentlich wirklich nur, wenn du eigenes Sägewerk hast. Klar. Weil ich glaube, fürs Totholz, wenn du das verkaufst, wir haben es einmal probiert, gell? Da haben wir, glaube ich, für einen Hänger 600 Euro gekriegt oder so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich am Totholz liegt oder ob einfach Stammholz nicht viel bringt. Jetzt im neue LS, weißt du? Achso, dass generell der Ertrag nicht mehr so hoch ist. Ich glaube nicht, dass er da unterscheidet. Das ist halt Holz für ihn. Hm. Ob Totholz oder nicht, ist halt Holz. Und ja. Wobei, wenn du überlegst, nein doch, nee, steht Holz da. Nee, Typ, Totholz steht da. Echt? Mhm. Na, dann finde ich doch. Weißt du, dass das dann doch noch am Typ dann schon noch gemessen wird? Wo willst du hin? Da, wo ich stehe oder vorne dran? Da, wo du stehst, dass die Ding rechts von mir liege. Mhm. Moment, da fahre ich weg. Hauptsache die Blümchen da vorne blühen, gell? Moment, sehe gerade nix. Ah. So, wo sind Blümchen? Achso, ja. Oh, am Ding. Will nicht wissen, mit was die gedenkt wurden. Katzen bitte. Schiebt ihr die dann nachher einfach wegen hoch? Ja, schiebst sie noch besser zusammen, das mag ich sowieso. Ach, falscher Modus. Ich habe eine leichte Ironie rausgehört. Ja, ganz leicht. Jetzt gehen wir kurz die Lage checken. Aufträgemäßig. Oh, Grubern 5000. Oh, in 7 Stunden. Oh, das wird eng. Aber dann nehmen wir noch ankommen. Jo. Wo ist denn der Kerle? Da ist er. Dann reparieren wir ihn kurz. Ich repariere den Traktor.
100 Kobo. Auch der Kobo, aber auch. Gut, der hat aber auch schon viel. Ja, der hat auch schon viel drauf. Ja. Warte mal. Warte mal kurz gucken, ob man da was sieht. 13,6 Stunden. Also, dann schicken wir den Kerl dann gleich mal einen Luft. Job erstellen. Felder Beut. Der Auftrag Feld 22, jetzt sieht man es. Ach, das sieht man nicht, weil das Feld rosa ist. Lustig. Gut, der ist unterwegs. Gehen wir mal in die Produktion gucken. Wir haben jetzt wieder 15.717 Liter drin. Sind gleich wieder eine Palette Bretter fertig. Oh, Holzbalken, müsste auch noch was Neues stehen. Das Schnitzel haben wir auch schon wieder 676 Liter. Also da kriegen wir bis morgen nochmal 2-3 Paletten hin. Sehr schön. Man dann 500 pro Palette. Was ich mir ja noch gewünscht hätte. Aber. Du hast ja immer diese Fertigungszeit sozusagen, also den Zyklus und so. Warte mal, Helfer C wird gerade blockiert, Phil. Schau mal, wegen der Zeit, weißt du? Ja. Ja. Naja, fährt. Ja, ist ein PKW gewesen. Okay. Er fährt. Jo. Was wollte ich jetzt? Ah ja, genau, wenn man in der Produktion gibt es ja die Zyklen und so. Mhm. Dass wenn man jetzt zum Beispiel jetzt wie bei uns in dem Sägewerk hat man jetzt 4 Sachen drin, dass du das so ein wenig aufteilen kannst, nochmal, so prozentual, weißt du, dass du sagst, okay, ich aktiviere jetzt nur die Fertigbauteile oder ich aktiviere jetzt nur Bretter, dass die dann mehr produzieren, weil letztendlich du hast ja die gleiche, also jetzt mal blöd gesagt, die gleiche Anzahl an Mitarbeitern oder halt Arbeiter im Sägewerk, dass die alle halt das gleiche machen. Ja. Dass die sich halt da voll drauf konzentrieren. Aktivierst du alles, dass es dann halt ein bisschen aufteilt. Mhm. Das hätte ich doch geil gefunden, sowas. Ja, halt einfach die Mikromanagement von der Produktion ein bisschen genau. Ausbau. Ja. Gut, ich habe hinterm Anhänger so ein bisschen Ding liegen. Abgesägte Stückle Holz. Mhm. Kann ich. Jetzt stehen wir gerade einmal auf Seite ziehen. Guck mal, bitte. Sind das dicke Fette oder was? Ja, der eine ist schon recht fett. Ja. Die war einfach zu lang, die hat sie immer hochgestellt und habe es halt einfach abgesägt. Abkaue. Das ist bei dem jetzt wahrscheinlich genauso. Ja. Der will schon vielleicht gleich sägen, weil das Aufladen ist immer scheiße. Merci. Warte mal, da ist der da aber auch zu lang. Ach, komm jetzt hoch. Soll ich die gerade hochschieben? Ja, gern. Gern jeweils mit 10 cm Abstand.
Falsche Richtung. Oh, Bella. Oblablade. Ah, du könntest jetzt einzeln mit der Winde immer so auf Seite ziehen. Ja, aber dann stellst du ja quer. Ja, das stört. Wenn du in der Mitte so circa. Oh, Scheiße! Was war das jetzt? Auf die anderen Holzbalken drauf. Ja. Jetzt haben wir Mikado. Naja, kriegst du hin. Weißt du, wenn du es immer in der Mitte von der. Ja, ich weiß, Stamm wie du meinst. Ja. Ich probier's dann nachher, wenn du die da vorne weg hast. Ich weiß, mit denen da links schon anfangen. Wenn sie viel, viel schöner nehmen. Mit welchem links? Mit dem? Was? Ja, wo am nächsten zur Seilwinde liegt. Hä, wieso soll ich den. Wohin soll ich den dann bitte ziehen? Du zum Träger. Ach so, weil du zu weit weg bist, meinst du, oder was? Nein, einfach, dass ein bisschen Abstand zwischen den Scheißhölzern. Ach so. Aufkommt. Das geht doch gut mit der Höhe. Okay. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Was machst denn du? Eine falsche Tasche drücken. Spring ich immer rein. Ja, genau. Noch ein Stückle. Hä? Noch mehr? Das reicht ja. Doch. Du brauchst doch die Zange nicht so weit aufmachen. Hoch. Hab nee. Ich gern. Je größer die Spalte, weißt du. Ja, ja. Kommt, der hätte jetzt beide nehmen können. Egal. Ach, da liegt noch einer. Ja, hin. Ja. Den haben wir halt nicht gesehen. Ach so. Bräuchte halt quasi zwei Hänger, gell? Dann wär's wirklich ratzfatz fertig. Ja gut, wenn du jetzt halt überlegst, weißt du, wenn ich jetzt, oh, da ist auch Kettensägen-Slot. Wenn du jetzt halt immer noch an Bäume rausziehen wärst, weißt du, irgendwo nochmal. Ja, klar. Klar, irgendwann bist du halt mal fertig, aber. Also für unsere Aktion auf dem Feld da mit unseren Bäumen. Ja. Müssen wir uns echt überlegen, ob wir nicht da einen LKW schon haben dann. Ja, da haben wir bestimmt schon einen. Ja. Überleg mal, wie lange es geht, bis die Bäume stehen. Sind wahrscheinlich schon ausgewachsen, warst du mal oben? Nee, ich war noch nicht oben. Ich habe mich noch nicht getraut, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, hoffentlich nicht. Gut, sie gehen ja nicht kaputt. Also das heißt, wenn sie stehen, stehen sie. Und ich meine, Sägewerk läuft ja so jetzt mit der Menge, die wir jetzt drin haben, auch immer 3-4 Tage, weißt du? Ja, ich glaube, der ist auch zu lang, Phil. Okay, warte. Jo. Oh. Rappelt da noch einer auf dem Hänger rum. Aber du stellst dich jetzt aber auch an, du. Zwei Pietos. Super, toll. Das ist auf der Arbeit. Sag mir, zwei Bier läuft am besten, gell? das wird aber nichts. Auf der Stängel. Oh, du, ja. Sag dir, das kann auch nicht jeder. Mit zwei Bier läuft am besten. Ja, da dreht sich sogar. Waldumdrehung.
schon wieder abends? Hey, das gibt's doch nicht. Mach's Licht an, Phil. Ha? Ah, mach mal's Licht an. Hey. Gern. Licht an, lässt das fallen. Ja, weil hier einer quer auf dem Hänger liegt. Was gibt's Schöneres, liebe Leute? Hä? Dem Achim einfach zuzugucken. Ende Dezember, es schneit. Man ist im Wald. Hat keine Ruhe. Lieber im Wald bei der wilden Sau als zu Hause bei der bösen Sau. Genau. Ja. Ja, das war wieder lang, du. Ein bisschen mit Maßband scharfer Phil. Es geht schon. Das ist eigentlich die, genau die richtige Länge. Achso, jetzt. Ein bisschen zurück und loslassen. So, den einen dicken jetzt sehe ich noch, den dünnen jetzt dann links ja, dicken, ja, sehe ich nicht mehr. Ich park dich dann um. Oh Gott. Ja, genau. Da lädt er von Hand so ein Riesenteil auf. Ja, wer kann, der kann, ne? Und ich gebe mir Mühe und er legt aber krumm hin. Glaubst nicht. Jo. Park Mom. Jo. Ach du Scheiße, das sind ja noch fünf. So. Second. Ja, wart. Muss reichen, oder? Jo. Mango, das sind wieder los. Mal kurz aussteigen. Ja. Warum kann ich jetzt bitte den anderen Modus wechseln? Okay. Welchen Modus? Man kann die Dinge ein bisschen bewegen. Achso. Anhänger. Achso, ja. Ah, ne, den kurzen lege ich ganz hinten drauf dann. Richtig Tannenbaumgeschmack, Geruch in der Nase. In der Weihnachtsbaum schon gestellt. Ja, genau, er nimmt drei. Ja, Logo. Ja, was sonst? Oh, geh lieber runter, geh lieber runter. Halte Spanngurt bereit. Ei, ei, ei. Optimal. Da hinten müssen wir ein rotes Fähnle dranhängen. Der eine, der ragt so 3 Meter hinten raus. Ist kein Sprüher dabei. Nö, habe ich nicht. Sowas kostet Geld. Ja, das war die Junior-Frage. Bist du bereit? Ja. Jetzt. Sehr schön.
So, boah. Das sieht aber gefährlich aus, so. Ja, die glitschten halt jetzt aber irgendwie. Am Anfang habe ich wirklich schön gestapelt, ohne mich selbst loben zu wollen. Ich habe es perfekt gemacht. Naja, perfekt ist relativ. Ah ja, komm, die ersten sind schön gelegt. Das ist nur der Dreierpack zum Schluss. Die ersten sind wunderbar. Ja, der hat. Oh, Rückwärtsgang noch drin. Hallo. Ah, falscher Modus, er schaltet nicht in Vorwärtsgang. Ah, will er nicht. Nee. Weißt du, ich schalte manuell hier. Ah. Macht den Farmstick auch mega Spaß. Kannst mit der Kippschalter manuell schalten. Ach so. Mega gut. Lastschalt halt. Also mit dem rechten Kippschalter hast du die Lastschaltstufe und mit dem linken die Ding. Hast du das Schild gesehen? Oh, was? Keine LKW, wir sind keine LKW. Ja, aber wir wiegen so viel wie der LKW. Also du zumindest. Ja, dann stell dich doch. Hey, als wenn, dann mal Anhänger, ja. Aber danke. Ja, ohne dich wäre es kein Problem. Dann kann der Trecker mit dem Anhänger locker drüber, aber mit dir. Okay. Danke. Leuchtet ja, das auch? Schafft auch noch 40. Hm? Was da so leuchtet? Hast du die Papierfabrik? Nein, du könntest was. Oh, der ist aber auch kurz vor dir rüber. Ja, da wollt's noch wissen. Bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Falsch, jetzt links. Ja. Ja, dann bin ich jetzt wieder da, ja. Oh, Fünf. Gott. Es ist 17:32 Uhr. Was macht ihr noch auf der Straße? Ja, die Spätschüler, weißt du? Die Abendschüler. Die Abendschüler, genau. Ich muss immer wie sagen, Spätschüler. War meistens auch nicht mit dem Bus. In Amerika schon. Voila. Du. War noch nie da auf der Manhattan da unten, was jetzt da ist. Das wollte ich gerade sagen. Können wir nachher mal mit dem Auto hinfahren? Jo, aber erst nach Silvester. Ja, ja, natürlich. Jetzt lassen wir dann erstmal die Korken knallen. Die selbstproduzierten. Mit den selbstproduzierten Hackschnitzelkorken. Ja, selbst gebrennt. Uiuiui, das war auch knapp. Bin falsch gefahren, fällt mir gerade auf. Ist. Oh. Nein, jetzt kommt der Zug. Der Zug kommt. Achim, der Zug kommt. Nein. Nein. Du Aff. Du Aff. Nein! Alles festgepackt! Was machst du? Nein! Schöne Totholz! Das tote Schönholz! Das tote Holz, du! Nein! Der packt da eben den Zaun! Hast du ein Video? Ja, natürlich! Nein! Warte, schieb mal nach hinten. Hä? Hinten, du. Rückwärts über den Zaun. Oh Gott. Oh, macht der alles kaputt? Ich hab gedacht, der fährt auf dem rechten Gleis, so wie es sich gehört. Das teilt sich doch ja hier erst. Ach so. Das Ding bewegt sich keinen Meter.
Ja, du gehst jetzt mit dem Deutscher hinten hin und ziehst einer von den Stämmen da raus. Der ist nicht weiter, rechts ziehst du, das machst du jetzt einfach mit der Pfeilwinde. Ich sehe schon, komm, ich flieg irgendwo hin, weiß es nicht wo. Timbuktu. Guck mal, wie das hier aussieht, wie die alle rumzucken. Ja. Oh Gott, ich kann nicht mal. Ich kann nicht mal anklicken, oh, aber er kommt raus. Er ist draußen. Nein, du kannst nicht ankuppeln. Du hörst schon das Ding hinten dran. Oh, was ist jetzt? Oh nein! Jetzt ist mein Spiel gecrasht. Hallo? Ja, ich bin noch da. Oh. Jetzt ist mein Spiel gecrasht. Du fährst mit Vollgas gegen die Laterne. Ich fahr gar nicht. Doch. Oh. Nicht reinpusten. Hab ich reingepustet? Ja, dann kam da. Kam gerade, ja. Was? Schlüssel wird bereits verwendet. Ja, super toll. Bin ich immer noch drin? Ja. Nee, jetzt bist du draußen. Okay. Ja, jetzt war auch ein Spieler. War schon wieder? Hörst du selber an. Okay. Also hast du es geschafft. Nein. Oh Gott. Alter, ich schiebe jetzt von hinten. Ja, das ist genau. Einer von hinten, der andere von vorne, dann kommen sie schon. Alter, komm, ich mach kurz Spanngurte weg. Ich glaube, ich hänge nicht da. Nein, nein! Keine Spanngurte los! Wir haben nur ein oder zwei Stämme, die es stört. Warte, ich komm mal mit Sprung. Warte, ja, ganz kurz. Da ist der Reifen auch unten im Boden gebackt, deswegen, glaube ich. Warum fährt man über die Gleise? Warum kommt da gerade zu? Ja, hä? Der deutschen Map wäre das nicht passiert. Da kam der Zug, glaube ich, wäre 5 Minuten später gekommen oder 10 Minuten. Kannst du irgendwas mit dem Kran machen vielleicht? Warte mal. Geh mal kurz in den Kran. Drück mal gegen den Zaun vielleicht. Ja, eben, das will ich gerade probieren. Das scheiß Spiel ist total verpackt. Ja, klar. Ach komm, man setzt sich zurück. Es ist ja jetzt nicht weit bis heim. Was zurücksetzen? Der Hänger. Dann ist das Holz weg. Holz liegt doch dann da. Was, jetzt haben wir es gleich. Der Zug kommt ganz blöd schon. Warte mal, ich lehne mich mal gegen das Scheißhäusle da. Super, genau, geht durch Scheißhäusle durch. Dreht sich mein Lenkrad von alleine. Wow! Hey. Wow! Ja. Wo sind wir? Sind wir jetzt im Boden oder was? Ja. Du, ja. Ja, ja. Scheiße. Jetzt ist Holz definitiv weg. Und tschüss, Hängerle. Oh Gott. Wie so ein. Wie so ein. Ja. Und noch ja. Ja. Ach du Scheiße. Kriegst mich nicht. Lalalalala. Oh, warte. Oh, er kommt hoch! Ich versuch dich zu fangen. Ja. Komm, putt. Ja, bei. Komm her. Komm, ich sitz.
Schöne Holz. Liegt jetzt alles unter der Karte. Ja, alles da unten. Ah, jetzt kommt der Zug wieder. Hilfe! Du musst zum Händler. Also ich dachte, ach, du kannst ja nicht holen. Nee. Das Gewicht da vorne schau ideal platziert für meine Frontleuchte. Ja, das habe ich auch schon mal gedacht, wo ich den benutzt habe. Ich habe nur gedacht, warum geht der scheiß Scheinwerfer nicht? Und dann, ja. Jetzt aber, das gibt's doch jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, okay. Ja. Ja, willkommen zurück. Ohne Holz. Der Totholzauftrag hat sich gelohnt. Der hat sich absolut geholt. Warum kommt der scheiß Zug auch in dem Moment? Ja! Man fährt auch nicht auf die Gleise! Verdammte Scheiße! Hol mal die Hackschnitzelpalette da gleich wieder raus. Alter, haben wir schon viel Holz? Hey, lecker am Arsch. Wir müssen mal gucken, wann wir das Holz verkaufen können. Vielleicht. Hätten wir noch viel mehr Holz, wenn der Zug nicht gekommen wäre. Ja, das auf jeden Fall. Warte mal, ich gucke jetzt mal noch kurz. Preise. Bretter. Balken, im Oktober. Juli sogar am Super. Ja, kriegen wir im November 5000 irgendwas. Oh, super. November sind wir gerade vorbei. Juli. Würde man jetzt noch verkaufen, was kriegen wir jetzt doch? Oh, 5000 kriegen wir noch im Bauernmarkt heute. 5400 im Getreidespeichermuseum. Bei dir knattert gerade extrem im Ton. Okay. Warum? Ich weiß nicht, ob meine Übertragung schlecht ist oder deine. Also das kann ich nicht sagen. Holzbalken im Oktober. Ich höre mal kurz den Stream rein, ja? Jo, tut es. Lange Bretter. Dezember ist auch nicht so schlecht. Stream hört sich gut an. Also wir haben jetzt eigentlich noch richtig gute Preise. Weil der Höchstpreis ist zum Beispiel hier 1000, bei dem Lange Bretter jetzt 1962 im September. Mhm. Und wir kriegen bei dem Museum 2194. Lange Bretter kriegen wir beim Spielplatz sogar 2300. Ja genau, eben, da bin ich auch gerade. Dann die Frage, wenn wir jetzt jumpen. Na komm, lass jumpen. Weiß sowieso nicht bei den Bauprojekten, ob man da wirklich anliefern sollte. Nicht, dass da schon was gebaut wird, dann wäre ja schade. Weiß. Beim Spielplatz meinst du? Ja, grundsätzlich halt. Ja, nee, es ist ja Verkaufspreis. Okay. Also ich nehme mal an, dass es das damit zu tun hat. Weil ich meine, wenn das gebaut wird, dann ist es ja eh so. Achso, stimmt, beim Getreidespeicher war das auch so, gell? Kannst du auch anliefern. Da können wir eigentlich mal gucken, dann was sie brauchen. Dann können wir mal den ersten Schritt machen oder so. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal unser Häusle. Boah, 3200 Euro. Für Holzbalken. Rufen wir Phil. Ah. Okay. Neune, oder? Also gut, also, aber wir verabschieden uns noch schnell für diese Folge, weil wir sind schon wieder volle Kanne drüber. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. War wieder saulustig, Arims Unfall und 10.000 Liter Holz verballert. Das hast du ja wieder gefickt eingeschädelt. Bin ich halt.
Ja. Ich sag's noch, oh, Zug und halt, boom. Aber egal. So ist halt, so macht Spaß. Immer wieder was Lustiges. So sind wir. So muss das. So muss das. Also, bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüssi.